Das Lenovo Yoga 9i definiert den Begriff PC von neuem. Es baut Distanzen ab und schafft Nähe. Dafür sorgen der flexible Formfaktor sowie der Touchscreen, der per Finger oder Stift bedient werden kann. Ob mich dieses Premium-Gerät überzeugen konnte, erfahrt ihr nach dem Intro. Let's go! Willkommen zum sechsten und letzten Teil unserer Serie Umstieg auf Windows 11, in dem es das Review zum Lenovo Yoga 9i gibt. Einem genialen Gerät, wie ich finde. Was es richtig macht und wo es noch verbesserungsfähig ist, erfahrt ihr in wenigen Minuten. Es ist nicht nur ein Premium-Gerät, das mit kleinen Abmessungen, einem geringen Gewicht und hochwertigen Materialien daherkommt, nein, es ist ein 2-in-1 Convertible. Mit Hilfe seines genialen Scharniers kann es verschiedene Zustände für verschiedene Situationen annehmen. Es ist zugleich ein Laptop, Tablet und alles dazwischen. Genau diese Funktionalität definiert den Begriff Personal Computer, also PC, neu. Die Interaktion wird persönlicher, denn die Distanz, wie bei normalen Laptops, wird überwunden. Erst mit dem Touchscreen, das hervorragend auf die Fingereingaben reagiert, oder dem eingebauten Stift wird dieses Laptop persönlich. Man fühlt sich dem Gerät einfach näher, behandelt es anders, denn es passt sich jeder Situation an. Egal ob Fingereingaben oder Stifteingaben, alles fühlt sich näher an. Alleine das reicht mir schon aus, dieses Gerät bzw. alle anderen 2-in-1 flexiblen Geräte zu empfehlen. Aber es gibt noch mehr Gutes zu sagen. Das 14 Zoll 4K Display löst mega scharf auf, bietet dank HDR 400 VESA Zertifizierung tolle Farben und eine hohe maximale Helligkeit von 500 Nits. Die Blickwinkel sind für ein IPS Panel wirklich sehr gut. Nur bei extremen Winkeln sieht man den Grauschimmer, der leider typisch für IPS ist. Das finde ich etwas schade. Meiner Meinung nach sollte in jedem Convertible ein AMOLED-Panel verbaut werden, da man sie auch als Tablet nutzt und die extremen Blickwinkel öfter auftreten. Die Stereo-Lautsprecher in Kooperation mit AKG und Dolby Atmos sind laut, klar und bieten guten Bass sowie Tiefe. Damit nicht genug. Sie sind im Scharnier untergebracht und strahlen immer zum Benutzer, also in die richtige Richtung. Das ist von den Ingenieuren extrem clever gedacht. Die beleuchtete Tastatur hat genug Hub und fühlt sich Lenovo-typisch extrem gut an. Das Tippen macht wirklich Spaß. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Das Trackpad und die Handballenauflage besteht aus einem Stück Glas. Dabei ist das Trackpad wie bei den MacBooks nicht mechanisch einzudrücken. Es vermittelt dem Nutzer durch haptisches Feedback nur das Gefühl, als würde es eingedrückt werden. Das haptische Feedback fühlt sich zwar gut an, aber ist noch weit von dem des MacBooks entfernt. Außerdem ist die Oberfläche verglichen mit den MacBooks nicht rau genug, sodass bei Wärme und Schweiß die Eingaben nicht allzu gut umgesetzt werden, da die Finger wegrutschen. Hier muss Lenovo unbedingt nachbessern. Die Anschlüsse gehen für ein solch dünnes Gerät in Ordnung, was nicht heißen soll, dass die Nachfolger nichts nachlegen. Mehr ist immer besser. Zurzeit bietet dieses Gerät einen USB-A und zwei USB-C Anschlüsse, die Thunderbolt und Power Delivery können. Ein 3,5 Klinke ist auch mit dabei. Für die Zukunft wäre ein MicroSD-Kartenslot nicht schlecht. Im Inneren werkelt ein Intel Core i7 der 11. Generation namens Tiger Lake. Verbaut sind gute 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine schnelle NVMe SSD mit 512 GB Kapazität. Als interne Grafikeinheit kommt die Intel Iris Xe G7 zum Einsatz. All diese Bauteile sorgen für eine sehr gute Leistung, sodass neben dem normalen Surfen im Web, Videostreaming oder leichte Büroaufgaben auch Gaming mit mittleren Auflösungen sowie Foto- und Videobearbeitung möglich sind. Aber all die hohe Leistung hat natürlich auch seine Kehrseite, die Wärmeentwicklung sowie die abhängige Lüftersteuerung. Beides ist in meinen Augen verbesserungsfähig. Das Yoga 9 wird recht schnell warm auf der Unterseite und das schon bei normalen 4K-Videostreaming auf YouTube.
Es macht sich unangenehm warm bemerkbar auf den Beinen. Die Lüfter drehen meiner Meinung nach auch zu oft auf. Dabei gibt es drei Einstellungen, wovon ich immer den Akkusparmodus eingestellt habe, denn da dreht der Lüfter am leisesten. Der Vorteil ist, dass man das Gerät im Zeltmodus auf den Beinen platzieren kann und somit nicht die warme Unterseite spürt. Ein genialer Workaround. Apropos Akkusparen, wie sparsam geht das Yoga mit Energie um? Im Videostreaming mit maximaler Helligkeit schaffe ich knapp 2,5 Stunden, mit mittlerer Helligkeit knapp das Doppelte. Im Websurfen und simple Aufgaben hält der Akku gute 9 Stunden. Das Aufladen des Akkus geht in unter 2 Stunden, das finde ich richtig gut. Die Intel Evo Plattform ist gut, sie hinkt den Apple-eigenen M1 Prozessoren zwar hinterher, dennoch ist die Plattform gut und sie wird besser. Intel hat seinen Fahrplan bis 2025 gezeigt, der vielversprechend ist. Mir geht es nicht um die Leistung, sondern eher um die Wärmeentwicklung und die Kennzahl Leistung pro Watt. Intels Prozessoren erzeugen noch zu viel Wärme und benötigen zu viel Energie. Das muss sich unbedingt verbessern und genau daran arbeitet Intel für die Zukunft. Wie sieht es mit der Software, also Windows 11, aus? Das Design und die Performance gefallen mir. Wischgesten werden präzise ausgeführt und Ruckler oder dergleichen hatte ich absolut nicht. Auch keinen einzigen Absturz. Die Bedienung ist flott und alle gewohnten Programme sind verfügbar. Einzig die Anpassung für den Tablet-Modus bzw. für die Touch-Eingaben ist mir noch zu wenig. Die Icons sind mir an mancher Stelle zu klein und es gibt keine Wischgeste wie bei Android, um einen Schritt zurückzukommen. Das hat mir tatsächlich am meisten gefehlt, als ich das Yoga im Tablet-Modus genutzt habe. Windows 11 finde ich noch nicht tabletgerecht genug. Da muss Microsoft auf jeden Fall nachbessern. Windows Hello oder aber der Fingerprint-Sensor hingegen gefallen mir richtig gut. Auch Lenovos Vantage-Software gefällt mir gut. Diese App bietet viele Einstellmöglichkeiten. Leider kann sie etwas überladen wirken. Abgesehen davon bietet Lenovo gute hauseigene Apps. Das Yoga kommt nicht mit viel Bloatware daher, sodass das System schön schlank ist. Kommen wir zum Fazit und zu der Frage, ob ich meinen Mac aufgebe. Mein Fazit zum Lenovo Yoga 9i ist wirklich positiv. Es macht vieles richtig und der flexible Formfaktor gefällt mir absolut gut. Es gehört der Intel Evo Plattform an, sodass man genau weiß, dass es ein klasse Display, klasse Lautsprecher und eine gute Akkulaufzeit hat. Die Tastatur ist sehr schön, wie man es von Lenovo gewohnt ist. Einzig das Glas-Touchpad müsste von der Struktur her mattierter bzw. weniger rutschig sein. Auch die Wärmeentwicklung sowie die Lüftersteuerung müsste verbessert werden. Das war's dann auch schon an Kritik. Komme ich jetzt weg vom Mac und hin zum Yoga bzw. zu Windows? Leider nein. Und das leider meine ich wirklich ernst. Wirklich. Denn der flexible Formfaktor hat es mir extrem positiv angetan. Genau wie mein Galaxy Z Fold 3. Die Tatsache, einen Laptop und ein Tablet in einem Gerät zu haben, gefällt mir enorm. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Touchscreen so schön sein kann. Das war ich nicht gewohnt, weil ich nie ein Touchscreen hatte. Danke Apple, in Klammern, Ironie aus. Apple wird, glaube ich, niemals ein Touchscreen einbauen. Aber eines macht Apple wirklich richtig und gut und das ist iMovie bzw. Final Cut Pro. Also das Videoschnittprogramm. Ich komme nicht weg von diesen Programmen. Ich bin auf diese Programme angewiesen, da ich mich zu sehr daran gewöhnt habe und mir ehrlich gesagt die Zeit fehlt, mich in neue Programme einzuarbeiten. Alleine aus diesem Grund muss ich Nein zu Windows und Nein zum genialen Yoga sagen. So leid es mir tut, wirklich. Microsoft hat vor kurzem Clipchamp gekauft und dieses Videoschnittprogramm wird definitiv in Windows 11 integriert werden. Gerne gebe ich Windows in Zukunft noch eine Chance, denn es hat mir ziemlich gefallen. Nur die jetzigen Programme wie Adobe oder DaVinci sind mir zu groß, zu überladen und ehrlich gesagt zu kompliziert. Wir sind am Ende dieser Serie. Es hat mir enormen Spaß gemacht, Windows 11 kennenzulernen und das Yoga 9i zu nutzen. Ich habe viele positive Erfahrungen gemacht und bin sehr zuversichtlich, dass diese Kombination vielen gefallen wird. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit der Serie und habt Positives mitnehmen können. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.